Vor dem Start in die zweite Drittligasaison des TSV 1860, da waren insgesamt 26 Spieler dabei beim Mannschaftsfototermin. Ja, ganz klar, für uns geht es erstmal nur um Klassenerhalt, das ist ganz klar. Und was dann dabei rauskommt, möglichst schnell viele Punkte sammeln, gleich am besten von Beginn an sich ein Polster zu sichern, dass wir nicht gleich von Beginn an hinten drin hängen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann zu schauen, dass wir 38 Spieltage das so durchziehen, dass wir dann am 38. über dem Strich stehen. Vom aktuellen Kader des TSV 1860 sind 7 Spieler 20 Jahre oder jünger. Trainer Daniel Birovka kann ohnehin auf ganz wenige Neuzugänge zurückgreifen. Von daher hat er einen großen Vorteil. Die Mannschaft, die kennt er und die Spieler kennen sich. Das ist schon ein Riesenvorteil, wenn du eine Mannschaft hast, die sehr, sehr geschlossen noch ist. Andererseits natürlich Neuzugänge bringen immer neue Qualität dazu, neue Charaktere, neue Einflüsse auch von außen. Und hätte man schon den einen oder anderen noch mehr gewünscht, aber die Situation ist einfach so und die nehme ich total an mit der Mannschaft. Und was man halt sieht, was auch im letzten Jahr eigentlich noch geblieben ist, ist auch dieser Geist von der Mannschaft. Mit dabei ist auch wieder ein alter Bekannter, Aaron Berzel, der schon vergangene Saison für die Löwen spielte. Er konnte durch die Spende eines Mäzens, eines privaten Gönners finanziert werden und wird nun auch für die 60er in dieser Saison auflaufen. Ja, momentan gerade defensiv ist jede Personalie wichtig für uns und das wird auch immer kolportiert, Wunschspieler. Also der Aaron Berzel war für mich eher immens wichtig, um der, sag ich mal, gewisse Positionen einfach aufzufangen, weil ich weiß, was ich im Jungen habe. Vor allem, er braucht keine Eingewöhnungszeit. Er ist sofort drin in der Mannschaft. Er kennt die Mannschaft, er kennt die Spieler, er kennt, wie wir spielen wollen. Also von dem her ist das für uns ja momentan die absolut beste Lösung, die wir auch finanziell stemmen können. Und deswegen bin ich auch froh, dass er da ist. Abschließender Bewährungstest für die Mannschaft des TSV 1860 vor dem Start in die Saison wird das Blitzturnier in Heimstetten. Mit dabei sind unter anderem Augsburg, Fürth und Borussia Mönchengladbach. Die Saison in der dritten Liga, die eröffnen die 60er mit einem Heimspiel am Freitag, dem 19. Juli. Dann ist der SC Preußen Münster zu Gast hier in München im Grünwalder Stadion.